Schreckmoment für eine Reisegruppe in Südindien. In einem Nationalpark schleicht ein Tiger um ein Safari-Fahrzeug und beißt immer wieder in die Stoßstange. Dann packt das Raubtier mit seinen Zähnen den mit Touristen vollbeladenen SUV und zieht ihn einfach mal so rückwärts. Den Menschen im Auto ist etwas mulmig zumute. Gegen die ungeheure Kraft des Tieres scheinen sie aber nichts unternehmen zu können. Das Video vom verbissenen Tiger geht gerade viral und wurde auf Twitter schon über 500.000 Mal aufgerufen. Gepostet hat es der indische Industrielle Anand Mahindra. Als Teil des milliardenschweren Familienunternehmens Mahindra Group leitet er den gleichnamigen Automobilhersteller Mahindra Limited. Sein süffisanter Kommentar zum Tiger-Video: Nun, dieses Auto ist ein Xylo, also überrascht es mich wohl nicht, dass er darauf herumkaut. Er teilt wahrscheinlich meine Ansicht, dass Mahindra-Autos köstlich sind. Der Touristengruppe dürfte die Automarke ziemlich egal gewesen sein. Hauptsache, der Tiger hat sie nicht mitsamt dem Wagen in den Urwald verschleppt. Wenig später taucht nämlich noch eine zweite Raubkatze auf. Jetzt wird es auch dem Videofilmer zu gefährlich. Außer der zerkauten Stoßstange ist bei der kuriosen Tigerbegegnung aber niemand zu Schaden gekommen. Oh Gott.